Willkommen bei Roro Lifestyle. Was hast du gestern gecheatet? Oh, gestern habe ich sehr, sehr viel gecheatet. Ich habe gestern innerhalb von 20 Minuten 3000 Kalorien gegessen, aber sauber. Nein, 3000. Hier? 3000, zeig mir. Kann ich dir alles zeigen? Zeig mir deine 3000 Kalorien. Kann ich dir alles zeigen? Nein, warte, es waren 2695. Zeig. Okay, was haben wir hier alles? Wir haben hier. Was ich sehe hier. Ja, aber warte jetzt. Pancake im Dennis zählst du auch noch dazu, oder was? Ja, da war ja auch gestern Morgen um 3:30. Schau mal, Leute, er trackt sogar sein Cheat Day. Sicher, Mann, Leute! Er trackt 8%! Er trackt sogar seinen eigenen Cheat Day. Weißt du, warum ich es getrackt habe? Ich weiß. Im Ernst. Einfach um heute zu schauen, was ich gestern alles gegessen habe. Ich bin durchgedreht. Ich hätte essen können. Ich behaupte, ich kann mehr essen als Mischa. Wollt ihr das sehen? Wollt ihr einen Tag sehen, wo wir uns gegenseitig duellieren? Er sagt, was gegessen wird, ich sag, was gegessen wird. Am Ende des Tages wird abgerechnet. Heute wieder mal One Day with Probro Lifestyle. Wir sind gerade aufgestanden. Ihr seht, wir sind hier mitten am Venice Beach. Das ist unser Apartment. Und heute müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verbrennen. Ja. Wir haben einiges geplant. Sonnencreme haben wir am Start. Und es geht los. Wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Und zwar gehen wir ins Southampton. Mischa hat das Restaurant euch auch schon in einem Vlog vorgestellt. Das ist ein ganz geiles Restaurant. Alles auf Organic Basis, also wirklich Bioprodukte. Sie legen sehr viel Wert auf die Qualität. Der Typ, der das kauft vom Farmers Markt, ihr könnt euch das so vorstellen wie so ein Markt, ein Bauernmarkt. Mhm. Und der Typ, das hat der mir erklärt, der eine, der dort gearbeitet hat, der das einkaufen geht, der macht das von Hand. Er liest alles Sachen und guckt sich sie an. So wie ich es selber auch machen würde. Und daher, Top Restaurant. Favorite Choice. Müssen wir unterstützen. Wir waren doch jetzt schon einige Male da essen gegangen, auch nach dem Gold's Gym. Und wie gesagt, heute, ihr seid dabei. Bis später. Das Firehouse. Auch ein geiles Restaurant. Und hier möchte ich euch mal ganz kurz das Menü zeigen. Bodybuilder-Menü. Ganz, ganz geil. Aber hier gehen wir jetzt nicht essen, sondern wie gesagt, wir gehen in Southampton. Hier ist Southampton, sehr klein, aber oho. Hier seht ihr schon die ersten Bodybuilder. Und wir sind jetzt da. Ja. Nein, wir sind super. Hier seht ihr mal die Karten. Schauen wir so, das sieht man da in Kalifornien sind. Healthy Restaurant. So, erste Vorspeise ist da. Steak and Eggs, das ist klassisch amerikanisch, so muss es sein. Guten Appetit, ordentlich, Leute. Ordentliche Fette, ordentliche Carbs, ordentliche Protein. So you're speaking German, right? Es ist auch da, Sack, Egg Whites mit Brown Rice und ein ganz leckeres Oatmeal mit Blueberries, Honig. Wir haben was gefunden für die Fortbewegung und das sieht so aus. Check-Ass-Style. Und jetzt düsen wir mit denen von Venice bis nach Santa Monica. Ist nicht so weit. 15 Minuten, 20 Minuten. Und dort spannen wir ein bisschen am Pier oder am Strand mal schauen. Gemütlich. Also Leute, wenn ihr mal am Venice Beach seid, müsst ihr auf jeden Fall entweder so ein Elektrobike holen, ein normales Bike, Inlines, Skateboard oder irgendetwas.
dann müsst ihr von Santa Monica oder von Venice einfach hier der Strandpromenade entlang fahren. Das ist ein Traum, ich sag's euch. This is California Love. Hier ist unser Apartment direkt am Venice Beach. Sportler. Schau mal, kannst du überall Athletic Sessions machen. Dort gibt es Regen. Es gibt Seile zum Hochklettern. Und ich mache jetzt spontan gegen ihn. Das ist ein Ehrenmeer. Spontan. Mal gucken. Ich habe ihn herausgefordert. Ja. Also wie genau? 3, 2, 1. Ich frage, wer zuerst hoch ist. Du sagst 3, 2, 1, ja? 3, 2, 1, los! Wer war zuerst? Patrick. Leute, komm nach Venice Beach, komm nach Santa Monica. Das ist ein Traum hier. Hier ganz viele Leute am Sport machen, am Yoga machen. Schlange, um hier mal mit den Ringen von hier nach vorne zu kommen. Und ich versuche es jetzt auch mal. Mal schauen, ob ich auf die Fresse fliege. Oder nicht. Wir befinden uns hier im Santa Monica Pier. Müsst ihr sehen und müsst ihr hierher kommen, wenn ihr in LA seid. Das ist eines der größten oder ist die größte Sehenswürdigkeit hier in Santa Monica. Wunderschön. Da ganz da vorne. Ganz da vorne ist Malibu. Malibu Beach.
zurück in Venice, wieder auf unseren Fahrrädern. Und ey Leute, es ist so viel los hier. Es ist so krass, was hier alles abgeht, krass, wie viele Leute sie hat. Und wie Dance Battle, und wie viele Skater Battles. Unglaublich, und wie viele Freaks es hier hat. Ich bin doch der Normalste hier. So, mal schauen, ob wir den Dance Battle hier gewinnen können. So. Wir fahren jetzt zum Muscle Beach. Heute gibt es kein Training im Muscle Beach, weil wir gehen später ins Golds. Aber wir werden euch sicher noch ein Training abfilmen vom Muscle Beach. Hey Bro, was denkst du, was werden wir im Muscle Beach trainieren? Ja, eigentlich so ein Pumpertraining so. Pumpertraining, ja? Pro-Bro-Training. Ihr habt gehört, Pro-Bro-Training. Das heißt, es gibt wahrscheinlich ein Armtraining, Trizeps, Bizeps, Pro-Bro-Armtraining. Und Bizeps, Bizeps, Brust. Genau. Und Bizeps wieder. Und dann nochmal Trizeps. Und hier ist es. Hier ist es. Das legendäre Muscle Beach Gym. Yeah. Hier seht ihr alle trainieren. Jeden Tag, den ganzen Tag. Ja, die sind den ganzen Tag hier. Nur am Trainieren. Und Leute, ich weiß es wirklich nicht. Aber ich denke, es gibt keinen einzigen Platz auf dieser Welt, wo man so viele Sportmöglichkeiten hat wie hier in Venice. Also kommt ihr hin, checkt's aus. Und hier gibt's dann separates Training. Mit mir und Misha. Do whatever you. We always gonna have hard times with things, you know what I mean? And me, this is a learning process for me. And sometimes, you know, I come off a little harsh, and maybe sometimes people disrespect me, but you know, it's all love. At the end of the day, I want everyone to have a good level head about what they're doing, and everyone to be happy, because that's all it's really about, happiness, you know what I mean? It's not about me being better than you, it's not about me showing off. This is what I do, and I'm here to motivate you. Yeah. So if you don't like it, kiss my ass. You can immer noch die Entscheidung treffen, am Abend nach Hause zu kommen und was lesen. It's the best Limonade. You're a low carb, you know? We try. Misha zieht sich eine Limonade rein. Nee, ich nicht. Ich bin low carb. Low carb. Hey, shit! Bro, was ist passiert? Keine Ahnung, Mann. Ich hab Metalldraht habe ich gescannt. Jetzt ist der Reifen geplatzt. Aber jetzt sind wir ja sowieso durch mit der Tour. Von daher passt das. Passt. Hoffen wir, die Tour nicht blöd ist. Hey, wollen wir noch einen Kaffee nehmen dort? Dort nehmen wir übrigens jeden Tag unseren Kaffee, holen wir dort ab. Groundwork Coffee. Groundwork Coffee, ganz, ganz lecker. Jetzt ziehen wir unseren Kaffee an. Nach dem Essen, Mensch. Oder nach dem Essen. Und dann geht's an den Beach. So gut gekochen. Wir sind jetzt hier zu Hause in unserem Apartment. Wir kochen. Das Apartment befindet sich direkt an meinem Beach. Und darum, wenn wir uns hier bewegen, kommen wir meistens über den Mittag hier hin, kochen und können oben auf der Terrasse essen. Yams ist eine Art Kartoffel mit Chicken. Und guckt euch mal diesen Ausblick an, ist einfach Weltklasse hier. So lässt es sich hier wirklich leben. Weltklasse. Nachher gehen wir ein bisschen an den Strand.
Da unten. Später geht's ins Golds. We are back on beach. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde den Strand hier von der positiven Energie, vom Umfeld her, einer der besten mir bekannten Strände überhaupt. Mega schön. Das Wasser ist ja, am Anfang ein bisschen kalt und wenn man drin ist, dann ist das Wasser richtig angenehm. Diese Häuschen hier, ihr kennt die sicher auch von The Baywatch, von anderen Serien, sind hier ziemlich bekannt. Alle 150, 200 Meter gibt es die wieder hier. Und ja, unser Tagesablauf hier ist wirklich sehr entspannt. Wir stehen meistens so um 9 Uhr auf. Ich kümmere mich dann um das ganze YouTube, ums Coaching, um die Ernährungspläne. Dann chillen wir sie meistens ein bisschen hier am Strand. Entspannen uns, ich lese ein Buch auf dem iPad, schlafe ein bisschen, dann gehen wir was essen und dann meistens gehen wir dann später noch ins Training, ab und zu gehen wir auch direkt morgens ins Training. Also hier lässt sich's leben, oder? Was meinst du? Leute, wenn ich in 2 Jahren nicht mindestens hier eine Wohnung habe, dann ist es mit dem Plan schief gelaufen. Hier habt's gehört. Und wir schlafen ein bisschen weiter, gehen nachher noch ins Wasser. Ich freue mich schon aufs Training. Wir gehen ins Training! Wir gehen jetzt auf die Party. Schuhe am Start, ja. Ganz ordentlich gestylt. Nee, wir sind umgezogen, wir gehen jetzt ins Golds. Ich mache ein Armtraining, ich mache ganz lockeres Training heute. Nur Bizeps, Trizeps, bisschen den Nacken trainieren. Ich schaue, dass ich die Kamera dabei habe. Ich filme ein paar Übungen. Was trainierst du heute? Du machst Rücken, ne? Ich mache heute ordentlich Kreuzheben, beziehungsweise sagen wir es, ich versuche ordentlich Kreuzheben. Und, oh Mann. Seht ihr, das ist leider, es gibt auch solche Leute in Amerika. Das ist nicht immer alles, ist nicht immer das Gold, was glänzt. Wir sind hier im legendären Gold's Gym, Venice, California. So sieht das von vorne aus. Für all die Leute, die noch nicht da waren. So Leute, so sieht das von innen aus und das Filmen ist nicht erlaubt hier. Wir versuchen es aber. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Hier Fernseher von Arnold Schwarzenegger. Und hier sind die ganzen Legenden. The Mecca of Bodybuilding. Es ist riesengroß hier. Es ist, das Gold ist in ungefähr 4 Teilen aufgeteilt. Erster Raum, hier ist der zweite Raum, hier ist der Cardio-Raum und Brustraum, schwer. Hier haben wir noch die Dumbbells und alle Gewichte. Und was ganz geil ist, wir haben hier noch einen Außenbereich, allerdings nicht so vielen Geräten, aber man kann doch einige Sachen hier machen. Ihr seht, Boxsack ist auch hier montiert, also alles, was das Herz begehrt. Das ist wirklich ein Traum hier. Für jeden Sportler, für jeden Bodybuilder ein Traum hier zu trainieren. Und ja, wir sind fast 3-4 Wochen hier. Ist cool, wir sind schon bereit seit ca. 5 Tagen hier am Trainieren. Yeah! Ihr seht die Leute cool drauf. Show me something!
Gold's Gym. Yeah. Gold's Gym, baby. That's how we get it. You gotta stay hard, body. Gold's Gym, baby. Yeah. All right, everybody, but yeah, for sure. Whatever he said, turn up. Okay, 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 okay. Ihr seht, die Leute sind easy drauf hier. Und ich mache jetzt mein Armtraining. Trizeps, Bizeps, Nacken, that's it. Ganz, ganz locker. Im Allgemeinen ist es so, ich habe unterschiedliche Trainingsintensitäten. Heute ist eher ein lockeres Training, habt's gesehen. Wir waren am Strand, wir waren viel unterwegs. Und heute easy, wirklich. Wenn ich ein intensives Training habe, dann ist der Fokus zu 100% nur beim Training. Es gibt kein Links, es gibt kein Rechtsschauen. Boom! Straight. Und heute nehme ich es ein bisschen lockerer. Spreche ein bisschen auch mit ein paar Leuten, die ich hier kenne, trainiere wieder, mache ein bisschen längere Pausen ab und zu. So, die erste Übung, die ich hier mache, ganz eine geile Maschine. Das ist eine Trizepsübung. Und hier schaue ich, dass ich schwer trainiere, weil die erste Übung muss immer schwer sein. Ich glaube, wir jetzt in die Details rein. Ich zeige euch das mal bei dieser Übung. Aber hier das volle Gewicht. Trizeps, Bizeps immer ein bisschen abgewechselt. Jetzt noch die letzte Trizepsübung, auch eine ganz geile Übung. Kann man auch im Gym machen, wenn es diese Übung hier nicht gibt. Und zwar im Kabelzug. Einfach so eine Bank organisieren. Zu zweit, das geht doch. Da kann jemand helfen. Also normalerweise im Gym ist das dann da unten. Da kann jemand hochhelfen. Da kann man die Übung auch machen. Das ist eine sehr effektive Übung für den Trizeps. Ihr glaubt's nicht, wisst ihr, wer da war? Ich zeig's euch. Das war hier, vorher im Gym, the legendary Bam. Sieht man's? The Rock. Ganz cooler Typ, Rieseninspiration. War hier im Training ungefähr 1,5 Stunden mit dem Kopfhörer drauf. 100% Fokus, nichts links, nichts rechts geschaut. Er war einfach nur im Training. Und am Schluss hat er sich noch Zeit genommen, um ein bisschen zu quatschen. Ganz ein guter Typ. Und jetzt gehe ich aufs Laufband, mache 20 Minuten noch ein bisschen Ausdauer für mein Herz-Kreislauf-System. Danach gehen wir nach Hause, duschen, machen uns ready. Und dann geht's ins Mastros. Wir haben es nicht mehr ins Mastros geschafft. Training wurde ein bisschen länger. Und jetzt sind wir wieder in Southampton gelandet. Und oh, altgutes, altbewährtes. Altbewährtes, sieht sehr lecker aus. Ich habe das gleiche bestellt. Thun und Beef mit braunem Reis. Was hast du bestellt? Ich habe 2 Portionen Süßkartoffeln. Aha. Chicken Breast und Baby Broccoli. Oh, lecker, 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 lecker. Und es gibt eine separate Serie, habe ich mich gerade entschlossen, bei ProBro Lifestyle, wo wir das Mastros ganz genau unter die Lupe nehmen werden. Mit einem richtigen Bewertungssystem. Oh ja. Und mal schauen, ob es durchfährt oder ob es dann durchkommt. Ich sage besten Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Kiss, kiss, bang, bang. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, kiss, bang, bang.